Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall IG Vault ab und benutzt den 8% Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle und heute zum Champions League Finale, zum Champions League Abend von Real Madrid gegen Liverpool. Dachten wir uns, wir müssen natürlich ein richtig heftiges Squad Builder Battle dazu raushauen. Heißt, wir dürfen heute nur Real Madrid Spieler benutzen und auch nur Liverpool Spieler. Das wird richtig interessant und mit dabei ist natürlich auch der gute alte Gaming. Jo, was geht ab, Leute? Und ja, ich bin gespannt heute Abend auf das Spiel, Mann. Ich habe, wie gesagt, irgendwie das Gefühl, Liverpool wird echt nicht viel schlechter sein. Ich glaube, es wird ein knappes Spiel. Ihr könnt gerne eure Tipps reinschreiben, ne? Wer gewinnt. Ja. Ich habe übrigens Salah als Captain, du hast Ronaldo als Captain. Also ich vertrete die Liverpool, die Realseite hier. Genau, Jungs. Also schreibt das mal rein. Wer wird heute Abend Champions League-Sieger? Wird es wieder Real Madrid dann, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander? Oh, ja. Oder wird es Liverpool... Ja, ich muss ja sagen, wenn Liverpool gewinnen würde, würde ich das jetzt auch nicht so schlimm finden, weil Klopp, ja, den kann man das mal gönnen. Und ja, vielleicht passiert ja dieses Wunder. Liverpool ist, denke ich, hungrig. Und vielleicht ist Real nicht so hungrig. Wir werden sehen, wer hungriger ist. Und jetzt starten wir direkt mit den ersten. Ich bin hungrig, Digga. Deswegen, ich will kurz das Essen halt. Deswegen gönnen wir uns jetzt hier. Ja, welche Formation hast du überhaupt? 4-3-2-1 habe ich. Okay, ich habe die 4-2-2-2 und starten direkt mit den Offensivspielern. Aufgeschrieben sind die ersten drei Spieler. Und ja, es war jetzt nicht so schwer, weil es ja nur Real oder Liverpool-Spieler sein können. Das sind meine drei. Ja, okay. Ja, ich fange an mit dem ersten und der spielt bei Real Madrid, man mag es kaum glauben, das ist Asensio. Kann man so machen, gibt natürlich noch viele andere. Dann habe ich im Sturm die Striker-Karte von Mo Salah, also ja, natürlich auffällig, aber vielleicht nicht so auffällig, weil er im Sturm ist. Und dann habe ich noch als ZOM Sadio Mané in der Foot-Birthday-Card. Okay. Okay, ich dachte eigentlich schon, wo du von der Stürmerkarte gesprochen hast im Sturm, dass du da mal Mané mitnimmst. Ja. Da habe ich mich schon gefreut gehabt, weil ich ihn aufgeschrieben habe. Aber dann hast du ihn Gott sei Dank als ZOM noch mitgenommen. Also Mané for Birthday leider raus. Den Rest kannst du behalten. Okay. Firmino, Kovacic. Aber Salah darf ich behalten. Salah darfst du behalten. Kovacic, Mané und Firmino waren meine drei Spieler. Okay. Okay, okay. Nicht schlecht. Ja, ich habe schon damit gerechnet. Und ja, willst du da deinen Torwart oder noch nicht? Wie du willst. Du hast das ZOM, ne? Ja. Doch, komm, geh mit deinem Torwart. Okay. Ich habe auch, genauso wie du, Sadio Mané als Foot Birthday. Ich habe ihn jetzt noch nicht gekauft. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe es schon oft gegen dich gemacht. Deswegen habe ich ihn erstmal noch nicht geholt. Deswegen habe ich ihn erstmal draußen gelassen. Aber wenn du ihn nicht hast, dann hole ich mir genauso wie meinen linken Flügelspieler Felipe Coutinho. Den habe ich auch noch nicht. Muss ich auch noch gleich kurz holen. Natürlich noch als Liverpool-Version. Ja, Mann, da war ja... oder wurde er ein bisschen verarscht, dass er gewechselt ist und Barca dann rausgeflogen. Ja, Coutinho... Wäre mal besser da geblieben, vielleicht Champions-League-Sieger dann geworden, aber... Ja, könnte sein. Coutinho habe ich leider nicht gedacht und Mané auch nicht. Ich dachte, du hast Ronaldo. Oh, das stand... Und, ah, okay, du... Ja, und dann verbindest du das mit R9, also mit der Legende. Ja. weil stimmt. Eine Legende ist ja trotzdem noch erlaubt, muss man ja sagen. Ja. Ja, stimmt schon. Nee, habe ich nicht gemacht hier. Okay, dann würde ich sagen, hol ich die beiden kurz und wir machen im Mittelfeld weiter. Ja, Mann. Wir kommen jetzt zum Mittelfeld, beziehungsweise bei mir zu den Sechsern, bei dir zu den 3 ZMs. Und ich fang bei dir an. Ja, bei mir ist auch jetzt der erste Bronze-Keeper schon. Schön in der Offensive. Ich fange jetzt mal an mit der Real Madrid-Seite. Gibt's sehr, sehr viele. Ich habe kurz überlegt, ob ich Sneaky mache, ne, und zwei Realspiele aufschreibe für die doppelte Chance, aber habe ich nicht gemacht. Ja, okay, ja. Ja, gut, ich kann dir sagen, ich habe einmal Casemiro. Ja, ist schon auffällig, das ist mit der Beste eigentlich da. Als Tots oder normal? Nee, als normale. Okay, Und dann habe ich Wijnaldum noch auf der Liverpool-Seite. Ich habe keine doppelte Chance aufgeschrieben, war im Endeffekt vielleicht nicht so clever von mir, aber hat gereicht, um Casemiro zu erraten, Digga. Ich wusste es. Ich brauchte gar keine doppelte Chance, Alter. Nice. Casemiro wollte ich von Anfang an, dann war ich noch überlegen, ob ich noch Toni Kroos dazu nehme. Ja, okay. Und rechts habe ich Milner. Record Breaker. Ja, die sind auch fresh. Den hatte ich ja mal. Er war eigentlich nicht so schlecht, deswegen... Okay, kommen wir zu meinem Mittelfeld. Zweiter Bronzespieler für dich hier. Aber bei mir wird es jetzt gleich auch noch Bronzespieler hageln. Ich sag's dir, weil das ist klar hier, ne? Wenn man nur zwei Mannschaften nehmen darf, dann ist natürlich nicht gerade so unauffällig hier. Toni Kroos ist mein erster Spieler.
Okay, weiter geht es mit Henderson. Okay, ja, stimmt, den gießt er auch noch. Was habe ich hier geschrieben? So, Henderson, so. Und mein letzter Spieler ist, genauso wie du, Wijnaldum, aber als, hast du ihn auch als Dingskarte, als diese, Man of the Match? Ja genau, als diese Man of the Match Karte. Man die sieht Match fresh eigentlich aus, ne? Ja, sieht echt fresh aus. Das ist mein Mittelfeld hier. Ja, also ich habe auch einen Real Madrid Spieler und zwei von Liverpool. Und ich habe sogar die beiden richtigen Henderson und Wijnaldum, Junge. Beide, Digga. Oh. Ah. Und schon steht 2-2 in Sachen Bronze. Das, wieder. Scheiße, ja, das geht richtig schnell hier. Aber Beide, groß darfst du behalten. Okay, nice. Wenigstens den Tots. Ich habe ihn als Tots hier sogar. Oha, ja gut. Dann gönnt er sich mal richtig. Wo willst, ja? Wo willst du den Stürmer haben, den Torwart haben? Ich glaube, pack den mal direkt ganz in die Mitte. Der versaut dann vielleicht ein bisschen was. Und du kennst einen, Digga, und zwar George, ey. Ja, George aus dem Dschungel ist am Start, geiler Typ. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Mal schauen, vielleicht hat Liverpool noch einen Bronzespieler, sonst muss ich irgendwas anderes sehen. Bronzespieler, weiß ich jetzt nicht, ob das klappt halt nicht immer, ne? Ja, stimmt. Aber okay, ja. Schau mal kurz. Außenverteidiger stehen an und ich bin jetzt gespannt, weil es gibt jetzt nicht so, okay, was heißt nicht so viele Alternativen. Es gibt auf jeder Position, glaube ich, so 4 bis 5 Spieler. Ja. Aber dadurch, dass ich natürlich rechts groß habe, könntest du natürlich wissen, in welche Richtung es geht. Groß hast, warte mal, groß hast du recht? Ach so, hab ich nicht gesagt, Digga, ne? Nee. Oh, warte. Ja, groß hab ich rechts, dann. Ach so, gut, warte. Dann schreib mal kurz um hier. Ja. Dann muss ich natürlich umdenken, Digga. Dann denk mal um hier. Sonst mach schon mal deine rein. Sonst mach schon erstmal deine, by the way, rein. Ja, okay, warte. Dann füge ich erstmal hier ein. So, Linksverteidiger bei mir ist natürlich auch von Real Madrid. Man kann es sich denken. Na, vielleicht auch nicht, denn ich habe heute mal was Neues. Gareth Bale for Birthday. Ich schwöre es dir, ne? Ja. Ich habe überlegt, Bale aufzuschreiben. Nein, Digga. Nice, Digga. Ich habe an Bale gedacht. Ich dachte, gönnt er sich den oder nicht, ey. Ja. Ich wollte Bale erst aufschreiben. Nein. Ja, den habe ich mir gegönnt, Digga. Und rechts habe ich auch so die beste Karte, und zwar Klein. Ich dachte, du gehst rechts auch über Real, ey. Cavajal und Theo Hernandez. Ich schwöre, ich wollte Bale aufschreiben, ne? Ja, warte, jetzt muss ich kurz bei dir noch aufschreiben, Digga. Ja, mach das. Die Frage ist jetzt nur, wie machst du das? Na? Sag, wenn du ready bist, ich pack schon mal rein in der Zeit, würde ich einfach mal sagen. Jo, pack schon mal rein. Und jetzt seht ihr hier mal live, Alter, wie ich mich jetzt hier entscheide. Vielleicht entscheide ich mich ja richtig. Wir schauen natürlich dann immer auf Foothead nach. Okay, Rechtsverteidiger gibt es ja 2 von Real. Ja. Okay, welche hast du? Das ist die Frage. ja, okay, ich habe meine Spiele aufgeschrieben. Ich halte sie jetzt in die Kamera. Okay, links Robertson. Leider nicht als Tots. Okay. Und rechts, ich hoffe mal, du hast Hakimi aufgeschrieben. Ich bin über Cavajal gegangen. Bitte, Hakimi. Ich hab's genau so gemacht, wie du gesagt hast. Ja, ich wusste es, Alter. Ich wusste es, dass du Hakimi aufschreibst. Habe ich nämlich schon mal gegen dich gemacht mit Hakimi. Ja, ja. Nice. Der hat gar nicht so schlechte Stats, muss man sagen. Ja, deswegen, aber ich wusste, dass du ihn jetzt aufschreibst, weil du nicht glaubst, dass ich Cavajal bin. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber gut gemacht. Ist geil. Ja, Freunde. Links. Was denn? Wen hast du links denn? Links habe ich Moreno. Okay, freshe Sache, es bleibt beim 2-2, Leute. Ja. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt oder ob noch vielleicht einer dazukommt. Okay, und da sind sie auch schon. Die letzten 3 Spieler stehen an. Ja. Ah, mir ist mal gerade aufgefallen. Scheiße, kein Icon bei dir aufgeschrieben, ey. Hast du, ne? Nein. Okay. Hab ich jetzt gerade, wo ich die Tafel angeguckt habe, hochgehalten habe. Shit, okay. Ja. Das Ding ist halt. Du hast keine? Ja, warte. Lass dich überraschen. Das Ding ist, da hast du einen. Ich habe heute mal was ganz Neues, und zwar den Loder. Nein, Lothar Matthäus hast du, was? Ja, Mann, wollte ich mir mal einfach mal so heute gönnen. Da wäre ich dann eh nicht drauf gekommen, also egal. Ja. Okay, und die anderen beiden? Und die anderen beiden sind einmal Joel Matip. Ich habe überlegt, ich schwöre, ich habe jetzt zweimal überlegt bei den Spielern. Ey, du kannst doch nicht Matip mitnehmen, der hat 67 Tempo oder so. Doch, der ist okay. Und Jungs, ich sehe gerade, warum... Ja, okay, weil die Sonne gerade raus ist. Ich müsste gleich mal Licht anmachen. Und im Karius, Tor... Karius, oder was? Hä? Karius, oder? Mignolet. Mignolet, okay. Ja, Nacho, Navas und Vallejo. Ich bin komplett Real geblieben. Scheiße, Mann, Alter. Okay, hast gut gemacht mit der Icon. Vielleicht habe ich jetzt auch eine Icon. Vielleicht hast du auch eine. Ich muss sagen, vielleicht habe ich auch eine aufgeschrieben. Ja, du hast safe. Ich glaube, dass du safe eine aufgeschrieben hast. Aber, ich kann dir sagen, ich habe keine Icon. Okay. Ich habe zum einen Rafael Varane. Ja. Zum anderen.
Muss ich kurz schauen, Digga. Wen hatte ich da nochmal komplett verpeilt schon wieder? Ja, ich finde das Team gar nicht mehr. Oh, egal. Im Tor habe ich schon mal. Ah, genau, Gott, ich weiß wieder. Im Tor habe ich Navas. Keylor Navas. Ja. Und als dritten Spieler, und zwar als Premier League-Spieler noch, habe ich Van Dijk, auch von Liverpool. So, also mit Real konntest du rechnen. Ja. Aber vielleicht auch nur mit Varane und nicht mit dem Torhüter. Deswegen hoffe ich mal, dass okay. Navas. Ich kann mal so raushauen. Ich habe auch kein Icon aufgeschrieben. Oh, okay. Heißt, ich habe jetzt vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Denn ich habe einmal Real Madrid gemacht, da habe ich aber Ramos gedacht. Aber, dann hast aber du dafür habe ich Van Dijk aufgeschrieben und Mignolet. Ja, Digga, okay, das ja okay. Egal, war in Ordnung, Digga. Ich wollte nur, dass du mein Tor nicht hast. Ja. Ey, scheiße, Mann. Okay. Ja, Van Dijk, ich habe noch überlegt. Ey, nimmst du auch Matip, aber ich wollte nicht Matip, war ein bisschen zu langsam. Okay, ich glaube, Bronze-Innenverteidiger von Liverpool gibt es nicht. Ja, wenn es einen gibt, hole ich... Ja, wenn es einen gibt, dann... Doch, es gibt einen. Nice. Jones, 47 Tempo. Ach du Scheiße, ich besser mal machen. Ja, können dir, Digga. Okay, Leute, der kommt hier rein und dann geht es ab ins Spiel. Das Champions League-Finale beginnt. Real Madrid gegen Liverpool. Drei Bronzekarten hier. Bei mir sind zwei, ne? Aber ja, aber du hast vielleicht einen kleinen Nachteil dadurch, dass du George halt ein bisschen offensiver hast. Ja. Aber ich glaube, so krass. Aber den Sturm, Alter, Ronaldo und Salah, ey, was ist das für ein das ist, kranker Sturm. Das ist krass. Dann noch der Lothar, der hinten alles wegcarried, ey. So wie die Frauen, ey. So wie die Frauen, ey. Okay, ja, geht's. Ja, komm. Ronaldo jetzt. Boah, na was? Auf George. Ist ganz frei. Oh, nein, und Mann, George. Und dann kommt er noch so durch, Mann, ey. Das war ja so lucky, Digga. Scheiße, Alter, das gibt's nicht. Der zieht mit George drauf, da kennt er nichts. Ja, der kann das ja mal probieren. Boah. 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 Was war das? Was ist das? Ey, guckt euch mal dieses Lucky Game an. Ey, Mann, Alter, was ist das? Ich schlag den blind nach vorne, ne? Ey, Junge, das ist unfassbar, Alter. Und wie schlecht ist denn das? Ja, ey, das ist unfassbar, Junge, ey. Dieses Game, Digga. Boah, Mann, Alter. Ja. Ey, Mann, ist jeder Ball kommt an, ey, das nervt so, ne? Ja, ich glaub dir, Digga. Da scheitest du mental schon ab, Digga. Aber ist bei mir auch. Und jetzt geht der rein, Digga. Ey, das ist dieses Spiel so lächerlich. Anstoßback gefixt, Jungs. Anstoßback gefixt. Jedes, wirklich, in jedem Battle kommt mindestens ein so ein Anstoßtor. Ja. Wäre nice. Für. Komm. Salah. Mo Salah. Und Navas, der steht auch nur rum da. Der steht echt nur rum, ey, Mann, ey. Anstoßback. Junge, Mann, der kann nicht raufgehen, ne? Was ist denn das? Jungs, das ist so lächerlich, Alter. Ey, der hat auch gut gespielt, aber Anschlussback, dann, die sind so Lücken da, dass man es halt gut ausspielen kann. Wenn man es dann gut ausspielt, dann ist es immer ein Tor, ey. Junge. Nein, ich schwöre, Mann, ey. Das war so Ball, ne? Also klar, das war auch Gegner, aber ja, das war auch Ball, ey. Das war aber auch Grätsche, ja, Digga. Das war voll dumm, ey. Jetzt halt mal einen Ball hier, bitte. Ja! Ach, Mann, ey. Sorry, ich schieße in die Mitte, ey. Mit der 6, Ronaldo. Ey. Salah, Digga, er weiß, wie es geht. Ja, jetzt pass auf, Navas, der ist schlecht. Mann, Junge, was ist denn das? Na toll, da konnte Navas ja nichts für, aber trotzdem. Abseits, okay. Oder? Hä? Nein, kein Abseits. Okay. Come on, Salah, 3 Tore noch. Komm, hol den Ball. Ja, und dann ist das Spiel aus. 6-3, was für ein Gern. Also, keine Ahnung, Mann. Ja. Jungs, macht euch... Schon verdient, ja, dass du gewonnen hattest. Ja, macht euch einfach ein eigenes Bild. Klar, ich hatte auch heftige Stürme und so. Ja. Wir kommen zum Abstoßen. Ja, 3 Spieler. Das ist ja dann schon eine Anzahl heute. Ja. Boah, kann man so machen. Okay. Okay, wie mache ich es jetzt, Digga? Ist die Frage jetzt, ob du wieder auf so eine Reihe gehst oder ob du wieder auf. Ja. Auf einzelne Spieler gehst. Bei den letzten Malen hattest du eigentlich nie eine Reihe. Deswegen, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, du gehst wieder auf einzelne. Vielleicht, Digga. Lass dich überraschen. Ja, okay, komm, mach so. Okay. Ja, okay. Jungs, Spannung pur. Ich würde sagen, heute, ja, weil es halt 3 Spieler sind, dachte ich mir so, kann man vielleicht eine Reihe benutzen? Ah, ihr nimmt mir wieder eine Reihe. Und okay. Ich würde, glaube ich, heute mal die komplette Mittelfeldreihe rausballern.
Ich habe mir irgendwie gedacht, ehrlich, ich habe extra so gesagt, ne, du hast schon lange keine Reihe mehr genommen. Ja. Und ich habe halt wirklich darauf gehofft, dass du eine Reihe nimmst. Okay. Ja, ich wäre nur im Arsch gewesen, wenn du irgendwas in Defensive oder Torhüter oder Innenverteidiger und Torhüter genommen hättest. Deswegen habe ich meine beiden, die offensive Dreierreihe, ich habe es mir irgendwie gedacht, und die Mittelfeld-Dreierreihe schon so ein bisschen so angeordnet, dass beides ausgeglichen wäre. Okay. Oben im Sturm hättest du Carvajal und Coutinho gehabt und einen Bronzespieler. Jetzt hast du Navas, Varane und einen Bronzespieler. Also wäre eigentlich auf selbe hinausgekommen. Nur wenn du vielleicht entweder irgendwie Außenverteidiger und Torhüter genommen hättest oder Innenverteidiger und Torhüter hättest du zu hoffen. Toni Kroos war Torhüter nämlich. Ja, schade. Ja, okay, Williams, mach's gut, der war so schlecht, Alter. War nicht so nice, aber egal, Mann. Kann man nichts machen. Trotzdem haben wir gewonnen, 6-3. Yep. Jungs, lasst auf jeden Fall ein Like da. Check die Episode von Till ab und dann kann ich nichts mehr sagen. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.